generell die Souls-Games, da kann so ein Lag dich schon das ein oder andere Mal dein Leben kosten. Und das hat mich auch, wenn ich ehrlich bin, auch schon ziemlich abgefuckt. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Sehr gut. Also eins muss ich auch schon vorweg sagen. Bin ein prädestinierter Streamer, weil sobald ich anfange zu reden und zu zocken, behaupten, dass meine Spielleistung, die, ja, ich würde schon sagen, Durchschnitt ist, nochmal deutlich unter den Durchschnitt fällt. Also eigentlich würde ich sowieso versuchen, so ein Dolchbild zu spielen. Aber jetzt mit dem für den Anfang, ich weiß nicht, wie gut ich mit dieser kleinen Waffe erstmal hier klarkomme. Weil zwei Einhänder, das wäre schon deutlich einfacher. Aber mit einem Einhänder und diesem Schild in der Hand, ist das doch schon. Zumindest für mich ist ein bisschen ungewohnter Playstyle. Oh, oh. Vorsicht. Ups, knapp. Hey, komm. Das meine ich halt mit diesem kleinen Dolch, ist es nicht so unfassbar einfach, ja, so Gegner platt zu machen. Deswegen hätte ich halt erstmal gerne ein Schwert. Wir wollen jetzt hier nicht zu lange einfach nur ein bisschen EP farmen direkt am Anfang. Das wäre ein bisschen lame. Sondern wir gehen hier direkt rein in die Dungeons. Und ich glaube, das hier ist ein Dungeon, der wird mich gleich komplett hops nehmen. Aber mal schauen. Aber wie gesagt, mit dieser kleinen Kackwaffe, ne? Oh Mann. Aber das wird schon. Diese Gegnertypen, die gibt es ja in relativ vielen Souls-Teilen. Das sind ja solche Steinmenschen. Die sind halt, ja, nicht so damage-anfällig. Das ist halt vor allem, wenn man, wie ich jetzt hier, mit einem frischen Charakter reinkommt, wirklich fast nur mit Backsteps zu töten. Arschbohrer. Ja, gleiches Spielchen nochmal. Nochmal ein Arschbohrer. Genüsslich unseren kleinen Dolch in ihren Arsch zu bohren. Weil eins muss man sich merken in den Souls Game: desto größer der Gegner, desto einfacher wird er zu besiegen. Desto kleiner, desto nerviger. Es sind die Hunde, es sind die verdammten Ratten, die einem hier wirklich das Leben zur Hölle machen. Dann holen wir jetzt noch den letzten hier. Das heißt, wir können den letzten Schmiedstein von der Wand einsammeln. Ja. Grinder. Und dann haben wir es fast. Boah, jetzt endlich aber auch wieder auf dem letzten Meter rein. Zack. Da haben wir ihn. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Damit haben wir den ersten Mini-Dungeon erledigt. Und haben direkt 6 Schmiedsteine. Also, was man auch vor allem am Anfang immer viel sieht, und wenn man ein Elden Ring spielt, ist, dass halt die Leute immer durchgehend hier mit dem Schild hochlaufen. Kann man machen, ja. Aber ja, wenn man schon das eine oder andere Souls-Games gespielt hat und sowas, dann weiß man eigentlich, dass man so halbwegs halb passiv, halb aggressiv spielen muss, damit man hier einen relativ entspannten Spielstil hinlegen kann. Weil wenn man zu defensiv ist, wird man dafür bestraft. Wenn man zu offensiv ist, wird man bestraft. Das heißt, man muss immer so ein gesundes Mittelmaß an allem finden. Ups! Und dann kommt man hier relativ entspannt durch. Und der Kollege wollte es mir gerade hier von hinten zeigen. Jetzt haben wir es sogar tatsächlich noch geschafft, den kompletten Dungeon zu clearen. Das heißt, wir haben alle unsere Seelen, alle Gegner getötet und sämtliche Schmiedsteine mitgenommen. Die Sache nehmen wir jetzt, wir haben jetzt 2 Stück, wir können unser Leben erhöhen, dass wir einfach nicht direkt immer so oft auf abkratzen. Oder wir gehen erstmal einfach full auf Damage, was ich eigentlich mit so am meisten präferiere. Ah, ich weiß nicht, nein, nein, wir gehen voll Risk. Wir lassen Stärke erstmal liegen. Ja, ich weiß, dass es jetzt einen Dolch hier gibt. Wenn wir den haben, dann haben wir direkt eine zweite Waffe, dann brauche ich auch keine Stärke mehr. Hier ist es ja, dass hier so ein Riesendrache kommt. Das weiß ich auch noch. Den umlaufen wir erstmal. Und um den kümmern wir uns ein bisschen später. Nicht allzu spät, aber es ist mir jetzt noch gerade ein bisschen zu früh für den. Aber da Elden Ring spezifisch, sag ich mal, viele Mini-Dungeons und sowas hat, teilweise echt geilen Loot. Und wenn man die einfach nicht mitnimmt, dann geht man halt, sag ich mal, eine witzige Auswahl an Waffen oder Ausrüstung generell. Und die will ich doch schon haben. So, dann kommen wir zum nächsten Mini-Dungeon, der auch, ja, eine Gegnerart hat. Zwar hier diese Gargoyles, diese Steingargoyles, unfassbar nervig sind. Man sieht es. Ja, ist doch gut, mein Freund. Weil die haben so ein extrem unangenehmes Angriff-Pattern. Die sind manchmal sehr langsam, aber auch dann sehr, sehr schnell. Schnetzel, Schnetzel. Und der eine da hinten mit seinen Kunais. Und der trifft mich auch jedes Mal.
Sehr haben wir dich erstmal erledigt. Versuchen wir es gleich nochmal. Weil das hat mich gerade echt viel Leben gekostet. Oh, oh, oh. Ja, wenn Elden Ring 1 einem beibringt, dann ist es Geduld. Und weiter geht's. Komm down. Back. Backstepperino für dich. Hier oben der Dude. Haben wir den erstmal runtergesnackt. Kleine Bitch. Ja. Das mit dem Feuer wird jetzt erstmal ein bisschen witzig. Easy. Im nächsten Feuer könnte es ein bisschen kritischer werden. Lauf, 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 lauf. Knapp. Aber geschafft. Wir haben es geschafft. Und das Gute ist, wenn man dieses Feuer hier einmal ausgeschaltet hat, wenn man stirbt, muss man es nicht nochmal machen. So, jetzt habe ich natürlich hier aber nicht gerade wenig Gegner. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen oder nicht. Weil das sind echt nicht wenige, du. Aber man kann die ja so halbwegs einzeln drunter snacken. Zack. Ich will den anderen nicht mitpullen. Komm her, komm her, komm her. Jawohl. Easy. Easy, Friends, easy. Und da sind jetzt auch nochmal zwei. Uah. Nein. So, ich bin jetzt, glaube ich, auch einfach mal so frech und schnapp mir die Grablilie, kletter hier einfach so schnell wie möglich hoch und ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Ne. Die können nicht klettern, die kleinen Sackgesichter. Zack. Wow. Wir haben die Gichtfinger. Was? Können sie doch klettern? Oh, oh. Ja. Runter hier. Nein. Fläschchen. Shit, 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 shit. Jesus. Ihr habt doch keine Heilfläschchen mehr. Easy, Freunde. Gar kein Problem. Ich habe nicht mal eine Sekunde daran gezweifelt, dass wir hier durchkommen. Nicht eine, weil das so easy ist. Ups. Jawohl, jetzt kommen sie wieder alle. Alter, wo kommen die alle her? Help! Sollen wir jetzt mal so ganz sneaky mit dem Bogen weghauen? Wo sind die auf einmal alle hin? Hallo? Ich sehe schon, dass sie gleich irgendwie von hinten kommen, mich alle hier einmal durchreichen. Ja! Hallo! Zack. Gleiche plündern. Die Sichel von denen. Hm? Kann ich die anziehen? Scheint auf jeden Fall mehr Schaden zu machen. Chill. Okay, die macht auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Schaden. Das macht die ganze Sache schon mal etwas angenehmer. So macht das Spiel doch gleich direkt mehr Spaß. Wenn man hier auch mal wenigstens ein bisschen Schaden macht, ja. Easiness. 2230 Seelen. Die nutzen wir erstmal, bevor wir in den Bossfight stürmen. Und dann gucken wir mal, wie einfach oder schwer der erste Boss in diesem Run wird. Ja, der erste richtige Boss. So, da ist sie da oben. Und dann gehen wir jetzt da rein. To the good old Katzenboy. Was geht, Kollege? Frechheit. Frechheit. Frech. Alter, ist das dein Ernst? Na komm, jetzt aber. Seht ihr? So, gesteigert und jetzt. Zack. Kleiner Scheißhaufen. Ist doch okay. Ich hab's verstanden. Ja, ich hab's doch verstanden, mein Freund. Ist doch in Ordnung. Scheiße. Das ist ja eigentlich doch einer der relativ einfacheren Bosse. Ja, ist doch gut, Mensch. Och, Jesus. Ey, das ist nicht dein Ernst. So, habt ihr das gesehen? Ein HP. Ein HP. Mit einem HP habe ich ihn noch gesnackt.
muss auch ehrlich sagen, der hat es fast in der Unterhose gemalt, aber haben wir jetzt unseren zweiten Dungeon mit dem ersten Boss erledigt.